Hallo und willkommen zurück bei der nächsten Folge von Tell Me Why. Ja, ich hoffe, ihr habt einen guten Wochenanfang. Es ist Montag, wir sind 19 Uhr. Ihr habt schon ein bisschen Programm von uns gesehen. Forest lief vor mir, Night of the Dead lief vor mir und Grounded. Und hiernach erwartet euch auch noch Hunt Showdown. Also 5 Let's Plays an einem Tag. So viel Programm bekommt ihr bei keinem anderen Kanal. Ich freue mich, euch zu sehen. Willkommen hier bei Tell Me Why. So. Wie weit sind wir? Wir gehen ins Archiv, wir gehen die Akte von unserer Mutter suchen. Und die Zahl habe ich schon wieder vergessen durch die ganze Laberei. 68653, ne? 68653, natürlich. Ach, da ist noch was. Sekunde, da haben wir noch was übersehen. Da müssen wir noch mal rein. Ah, sieh mal an. Allison Ronan, Musterkind. Okay. Naja, immerhin hat er das Foto von ihr auf dem Tisch stehen. Ein bisschen merkwürdig, oder? So, als wenn's ihr Kind, wenn er ihr Kind wäre, quasi. Sie sein Kind wäre. Join the team. Schon wieder. Das ist Klo. Da können wir nicht rein. Bitte sag mir, du kennst den Code. Zum streng geheimen Polizeiarchiv? Und wie soll ich dann die Tür öffnen? Ich habe stundenlang nebenan gespielt. Es sind ständig Leute reingegangen. Der Ziffernblock macht diese Melodie. Dam da di du. Dein Ernst? Dam, na los, versuch's. Di du. Okay. Also, das ist auf jeden Fall. Das ist noch nicht richtig. So. Dann. Da. Die ist da drüben. Okay. Die ersten zwei scheinen zu stimmen. Okay. Dann. Da. Die. Du. Ja. Das kriegen wir auch ohne hellseherische Fähigkeiten hin. Und unser Wicht können wir immer noch sagen, Tür stand auf. Sieht aus, als würde alles digitalisiert. Ach, stimmt. Darüber hatte sich Eddie ja beschwert. Sie müssen alles neu sortieren. Toll. Geschlossene Akten wurden digitalisiert. Aber nur die von 1990. Und das heißt? Das heißt, unsere ist noch irgendwo in diesen Kisten. Perfekt. Ja, ja. Ein Raum für verstreute Akten und ein halbfertiges Sortiersystem. Ja, das wird ein großer Spaß für dich. Ich gehe und halt Ausschau. Ja, besser Was? Ist das. Warum muss ich mich denn durch alle Kisten wühlen? Na, weil es seine mich jemand sieht, habe ich eine bessere Ausrede, warum ich hier bin. Meld dich, wenn du was brauchst. R68653. Sieh nach. Sieh nach, sagt sie. Okay. Richtlinien. Auflösung, Farbe, Tiefe, Masterdateiformat, Entladung. Textmaterial ohne Bilder, mindestens 150, ideal 40, schwarz-weiß, 8 JPEG, 2000 oder TIFF. Textmaterial mit Illustrationen, mindestens 500, ideal 600, mindestens schwarz-weiß, ideal Farbe, mindestens 10, ideal 15, TIFF. 35 mm Diafilmmaterial, Negative, kleiner als 10x12 cm, min 2000, ideal 4000, mindestens schwarz-weiß, ideal Farbe, mindestens 8, ideal 16 TIFF. Fotografien, Abzüge, mindestens 300, ideal 600, mindestens schwarz-weiß, ideal Farbe, mindestens 8, ideal 16 TIFF. Audio 96 kHz, 24 Broadcast, WAV oder AIF. Video von VHS oder wegen anderen analogen Quellen oder anderen analogen Quellen übertragen. 720x486, 8 bis 10 unkomprimierte MOVE oder AVI. Notiz: Geschlossene Akten bis 1990 wurden digitalisiert. Verbleibende geschlossene Akten finden sich in der linken Ecke. Wenn irgendwas ist, kontaktiert mich via Pager. Wilson. Oh, müssen wir nachfragen, oder?
Chat. Okay, da kommen wir jetzt noch nicht dran. Nö. Die hier auch nicht. Ach, nein, das ist sie nicht. Nö. Und? Was war die... Die hier auch nicht. Nein, das ist sie nicht. Findest du irgendwas? Nö. Die hier auch nicht. Nein, das ist sie nicht. Nö. Und? Was war die Referenznummer noch gleich? 05. Die hier auch nicht. Nein, das ist sie nicht. Nö. Die hier auch nicht. Wo ist diese Kiste? Findest du irgendwas? Gib mir einen Moment. Hier herrscht Chaos. Komm schon, wir müssen uns beeilen. Tja, tatsächlich sehe ich die Kiste nicht. Das böse Rumklicken habe ich mir jetzt schon zum Spaß gemacht. 6868. Da, ja, die können es sein. Los geht's. Sieht aus wie eine Schritt-für-Schritt-Beschreibung der Ermittlung. Chronologische Aufzeichnung, Ermittlung, Fall Nummer 68653. 1.3.2005, 22.35 Uhr. Von meinem Partner, Officer Christian Holt, über Unfall an der 12. Carney Road, Dealers Crossing, AK 77477 informiert. Weiße Frau, identifiziert als Mary Ann Roden, geboren 8.7.1964, vom Pier in den See gefallen. Audioaufnahme Nummer 36359 und 36360. Brown, 22.58 Uhr, Holt und ich erreichen den Tatort, Briefing vom Vorfall durch Streifenpolizei Jotschan 5622. Brown, 23.07 Uhr, Zeugen, Name D, Minderjährigen, geschwärzt. Drohnen und Name der Minderjährigen, geschwärzt, Ronan geboren, 7.3.1994, aufwendig gemacht. Kinder der Mary Ann Ronan. Zeugenbefragung nicht möglich, da beide unter Schock standen. Die Kinder wurden in der Obhut von Streifenpolizei Jotschan gegeben. Brown. 23.41 Uhr, gerichtsmedizinischer Ermittler D.T. Dickens trifft an Tatort ein, Fingerabdrücke des Opfers genommen. Labortechniker Utuli 5629 vor Ort, Fotografien des Tatorts angefällt und nicht gemeldete Schrotflinte des Typs Rassler 3121 sichergestellt. Munition vor Ort sichergestellt. Scheune Braun. Bisher sehe ich nichts, was wir nicht schon wissen. Es gibt Referenzen zu anderen Akten und Audioaufzeichnungen. Vielleicht kannst du sie am Computer finden. Selbst wenn unsere Akte noch nicht digital ist, steht sie vielleicht schon im Appendix. 2.3.2005, 0.23 Uhr. Leichnam wurde an Gerichtsmediziner geprüft, Tatort gesichert, Brown. 1.04 Uhr, Kinder auf der Wache befragt. Es wurde ausgesagt, nachdem Ronans Haare durch Schwester A. Ronan habe kurz schneiden lassen, habe Mary Ann Ronan mit einer Waffe bedroht. Als Ronan vor ihr floh, habe M.A. an der Pier verfolgt. Ronan habe M.A. Ronan, die zu diesem Zeitpunkt als Kind immer noch bedrohte, eine Stichwunde zugefügt, ehe sie ins Wasser gefallen sei. Zeuginnen sagen aus, kurz darauf den Notruf verständigt zu haben. Brown. 6.30 Uhr, Tatort untersucht, die von Ronan erwähnte Schere konnte nicht gefunden werden. Brown. Okay. 4.3.2005, Fall in Staatsanwaltschaft B. Cruz übertragen. Ronan wurde des Totschlags angeklagt. Fall TA 66585 Brown. Merkwürdig. Vielleicht sind noch andere Referenzen auf dem Computer. Vielleicht sind noch andere Referenzen auf dem Computer.
Okay, bin drin. Es gibt eine Stichwortsuche. Wonach soll ich suchen? Ich weiß nicht. Marianne Ronan? 1. März 2005? Bericht, Tötungsselekt, Opferinformationen, Zusammenfassung des Berichts. Okay. Zuletzt Emma Rohn, persönliche Daten und Vorstrafenregister. Okay. Kann man das irgendwie öffnen? Die Nummer lautet 05R62766. Kriminalbericht, Berichtsinhalt, Tötungsdelikt, Opfername Mary Ann Ronan, Ethnizität weiß, Geschlecht weiblich, Größe 1,68 Meter, Gewicht 62 Kilo, Alter 41 Jahre, Geburtsdatum 8. Juni 1964. Was für eine merkwürdige Musik. Führerschein 658-417-69. Fremdsprache keine, Beruf arbeitslos. Tatort 12 Carney Road, Delos Crossing, RK. Datum Uhrzeit des Vorfalls 1.3.2005, ca. 22 Uhr. Die Musik ist auch nur laut, ist das Schlimme. Datum Uhrzeit der Meldung 1.3.2005, ca. 22:29 Uhr. Opfer bedrohte eigenes Kind auf dem Pier mit einer Waffe. Kind attackierte das Opfer mit einer Schere, worauf dies an den See fiel. Mitarbeiter im Dienst, Initialen, Nachname, Seriennummer, Rang, Details, E. Brown, 1665, Detective, C. Holt, 14689, Detective. Beteiligte Personen, R1, Name des minderjährigen Geschwärts, Rowan Weiss, 7.3.1994, Adresse 12, Carney Road, Delos Crossing, AK. ID TXB09L, W1, Name der minderjährigen Geschwärts, Ron Weiss, 7.3.1994, Adresse 12, Carney Road, Delos Crossing, AK, ID TXB66U. Beweismittelauflösung, Gegenstand 1, Menge 1, Artikel, Schrotflinte, Seriennummer 3594355. Zugelassen auf Samuel A. Kansky. Ist das nicht der Typ, der für die Renovierung sorgt? Marke Wrestler 3121, Modell 9mm. 9mm Schrotflinte? Kann das korrekt sein? Nein, ne? Sonstiges dunkles Holz. Aber lassen wir mal. Ist ja nicht so wichtig. Der gesamte Tathergang. Wow, das ist ja ein halber Roman. Brown ist richtig. Und wir müssen ihn vorlesen. Ist kein Autor, Tyler. Falschstellung. Zusammenfassung des Verbrechens. Am 1. März 2005 gegen 20 Uhr verließ das Opfer Mary Ann Rowland, eine 41-jährige weiße Frau, ihr Haus und betrat ihre Garage, um eine 9mm Schrotflinte der Marke Wrestler 3121 zu laden. Kurz darauf betrat ihr Kind, Name des minderjährigen Schwerts, Rowan, 11 Jahre alt, die Garage, um seiner Mutter den neuen Haarschnitt zu zeigen, den er von seiner Schwester, Name D, minderjährige Schwerts, Rowan, erhalten hatte. Die Zeugenaussage von Ronan zufolge reagierte Mary Ann auf den Haarschnitt mit einem Wutausbruch und bedrohte Ronan mit der Schrotflinte. Ron floh aus der Garage in Richtung des Sees und rief laut um Hilfe. Mary Ann folgte ihr nach wie vor bewaffnet auf dem Pier auf der Südseite des Grundstücks. Vom Lärm alarmiert begab sich Zeugin Ronan ebenfalls aus dem Haus in Richtung des Piers, wo sie beobachtete, wie Ronan von Mary Ann bedroht wurde und mit der für den Haarschnitt verwendeten Schere auf sie einstach, um sich selbst zu verteidigen.
Beizeugensorgen aus, M.A. Ronan habe zu diesem Zeitpunkt das Bewusstsein verloren und sei in den See gefallen. Um 22.29 Uhr erhielt Officer Christian Holt, Dienstnummer 55899, des Yellow Crossing Police Departments einen Anruf von Ronan, in dem der Vorfall geschildert wurde. Streifenpolizist J. Chan, Dienstnummer 5622, wurde an den Tatort entsandt. Chan riegelte den Tatort ab, eröffnete ein Tatortprotokoll und versorgte die beiden Jugendlichen und Ronan. Eine ausführliche Beschreibung findet sich in der Aussage. Benachrichtigung der Ermittler. Am 1. März 2005 benachrichtigte Officer Christian Holt seine Partner Officer Eddie Brown per Telefon über den Vorfall, bevor sich beide zum Tatort begaben. Ermittlung. Holt und Brown erreichten den Tatort gegen 20.58 Uhr. Sie stellten fest, dass sich der Tatort vollständig außerhalb des Hauses befand. Canary Road ist eine abgelegene Straße, auf der sich hauptsächlich einige Anwohnerhäuschen befinden. Die Ermittler bemerkten eine geladene Schrotflinte der Marke Wrestler auf dem Pier. Es waren keine Schüsse abgegeben worden. Sie wiesen das forensische Personal in den Gegenstand zu sichern. Die Ermittler sprachen mit den Zeugen und Ronan. Also ein bisschen komisch, es hätte die Schrotgewehre nicht losgehen müssen, wenn die Hähne gespannt waren. Also waren die Hähne doch nicht gespannt. Wollte sie wirklich schießen? Wir gehen ja davon aus, dass sie gar nicht schießen wollte. Und dass die Kinder das einfach die Wahrheit verdrehen, damit es halt besser in ihre Realität passen. Ne, von wegen Schuld nicht eingestehen und so. Komisch ist ja auch, dass die Schere nicht gefunden wurde. Die muss ja in den Fluss gefallen sein. Und wenn die Leiche gefunden worden ist, warum nicht die Schere? Die muss doch in der Leiche gesteckt haben. Aber sie muss ja eine Stichwunde gehabt haben, sonst steht ja im Protokoll drin, sie hatte keine Stichwunde. Stand nicht drin. Ronan sagte aus, sie habe sich in ihrem Schlafzimmer im Obergeschoss befunden, als sie Schreie hörte. Sie sei die Treppe runtergelaufen, habe dort durch das Küchenfenster und ihre Mutter Mary Ann am Pier gesehen. Habe versucht wegzulaufen, doch Mary Ann habe gedroht zu schießen. Den Aussagen beider Zeugen zufolge soll gesagt haben, ich bringe dich um, stach dann bei dem Versuch zu entkommen mit der Schere auf die Mutter ein. Mary Ann verlor das Bewusstsein und fiel ins Wasser. Beweismittel gegen Schott Nummer 1, Wester 3121, 9 mm. Weitere Teile finden sich im forensischen Bericht. Okay. Jetzt sind wir wahrscheinlich wieder zurück am Computer. Jo. Ah, da gibt's. Also R62766. Die Nummer lautet 05R62766. Oh, die steht da. Merkwürdig. Ich habe ihren Autopsiebericht. Okay. Sie, Gott. Was? Sie ist ertrunken. Die Stichwunde war nicht tödlich. Was? Das haben wir uns ehrlich gesagt schon gedacht. Ändert aber an den Tatsachen nichts, oder? Obduktionsbericht. Obduktionsklasse A. Datum 2.3.2005. Jetzt wird die Musik auch noch auf. Bedrohlich nervig. Datum, Uhrzeit 9.30 Uhr. Dr. Gray finalisiert 2.3.2005 durch Dr. Gray. 42 Jahre weiblich, tot bei Ankunft nach Ertrinken. Einmal Stichwunde L, Lendenbereich 2 Grad nach Angriff mit Schere durch Tochter. Keine Vorerkrankung bekannt. Lektionsbefund: Schaumpilz im Mund und Nase, Hirnrot nehmen. Wassereinlagung in Lunge, Sio, Pulmonale, Ödeme und Emphysema. Aquosum. Blähbauch 2 Grad, Mageninhalt. Stichwunde 7,6 cm, linker Lendenbereich 2,5 cm. Übersips, Antemortem. CT-Befund: Flüssigkeit in Nasennebenhöhlen
und Lüftere bilateral pleuraler Guss, Blutlichtanzeichen von Einatmung von Süßwasser, Hämolyse diffus, Na, Natrium plus niedrig, Calcium plus hoch, zusätzliche Faktoren, die nicht direkte Todesursache waren, Tötung. Bei nicht natürlichen Ursachen, wie wurde die Verletzung verursacht? Mit einer Schere. Anschließend fiel das Opfer in eiskaltes Seewasser. Wurde für einen oben benannten Befund eine Operation durchgeführt? Nein. Techniker ist Sylvia, Autopsie beobachtet durch DCPD Detective Eddie Brown. 5 cm lange Stichwunde, nicht tödlich. 1.3.2015, ca. 21 Uhr, tot durch Ertrinken. Wir prüfen vor der Untersuchung durch stellvertretende Pathologen, Kennzeichen, Kleidung, Röntgenaufnahmen, medizinische Akte. Blutgruppenbestimmung durch SS-Rücken, Toxikologie, nichts. Nichts. Nochmal zurück. Ah, da war das, was ich suche. Proben entnommen durch MGSS, Herzblut, Femoralblut, Urin, Lagergefäße, Standard Nummer 1, toxikologische Analysen angefordert, Blutbild, Alkohol. Analysen positiv. Okay, der hatte also wirklich getrunken, das war auch meine Annahme, danach sah sie auch aus. Ich habe trotzdem immer noch das Gefühl, dass er eher sich vorhatte, sich selbst umzubringen. Ich glaube immer noch, dass... Habe ich da eigentlich was auf der Stirn? Das ist einfach nur die Falte. Okay, das sieht so ein bisschen komisch aus der Kamera. Ich habe immer noch den Eindruck, dass es ein Missverständnis war. Und dass die Kinder das jetzt so ein bisschen dramatisieren, einfach damit es plausibler erscheint und sich selber nicht mehr daran erinnern können, dass es so war. Department. Hallo? Hallo? Hallo, ich kann dich hören. Meine Mutter. Sie ist ins Wasser gefallen und taucht nicht mehr auf. Okay, wo bist du jetzt? Zu Hause. Wir sind zu Hause. Bist du allein? Wo ist dein Papa? Hier sind nur ich und meine Schwester. Hör zu, Kleine, wie lautet deine Adresse? Canary Road 12. Bitte. Schnell. Bleib einfach, wo du bist, okay? Wir schicken dir Hilfe. Nicht auflegen. Hier. Denk mal. Speicher. Was heißt das? Ich suche nach 2005-201546. Das könnte es sein. Okay, hier ist sie. Was zum Teufel? Tessa hat ihr Kindesverwahrlosung angehängt. Delos Crossing Police Department, Vorfallsbericht. Berichtskennzeichen 2015-201546. Information zum Bericht, Vorfallscode, Art des Vorfalls, Diebstahl. Schlachtdatum, Zeit 31.01.2005, Enddatum, Zeit 31.01.2005. Datum, Zeit der Meldung, 1.02.2005. Bericht bearbeitet von Verfolgungsnummer, Ort des Vorfalls 7717, Kulm Boulevard, Delos Crossing, AK 77477. Bestätigt von S251 Ed Brown. Art des Orts Geschäft, Art des Diebstahls Ladendiebstahl. Beteiligte Person, meldende Person, Name Tessa Vecchi, geboren 26.12.1964, Adresse 518 Richmond Street, Delos Crossing, AK 77477. Gemeldete Person, Name Marion.
Ronan, geboren 8.7.1964, Adresse 12 Carney Road, Delos Crossing, AK 77477. Beschreibung, Datum des Vorfalls, Einreise 1.2005, Datum des Berichts 1.2.2005. Name und Rang des Beamten, Eddie Brown, Officer. Beschreibung. Also sie hat sie erst einen Tag später gemerkt. Das ist auch wichtig. Am 31.01.2005 gegen etwa 10.45 Uhr betrat Mary Ann Ronan das von Thomas und Tessa Vecchi geführte Geschäft. Veni Vidi Vecchi. Mrs. Vecchi gab an, sie habe Mrs. Ronan etwa 10 Minuten lang die Regale durchstöbern sehen und dabei nebenher mit ihr geplaudert. Mrs. Vecchi gab an, sie habe zu der Zeitpunkt hinter der Kasse gestanden und Ronan nicht die ganze Zeit über im Blick gehabt. Vecchi sagte aus, nach diesen 10 Minuten habe Ronan sie gefragt, ob sie Rauchspiralen zur Mückenabwehr im Angebot habe. Vecchi erklärte Ronan, dass dem nicht so sei, aber sagte aus, diese Nachfrage aufgrund der winterlichen Jahreszeit als merkwürdig empfunden zu haben. Anschließend verließ Ronan den Laden, ohne etwas zu kaufen. Vecchi gab an, etwa 5 Minuten später an den Regal vorbeigegangen zu sein, an denen Ronan sich aufgehalten hatte und das Fehlen einer Packung Waschpulver bemerkt zu haben. Die Waschmaschine funktionierte doch gar nicht, oder? Habe ich mir falsch verstanden, oder? Warum sollte sie dann Waschpulver klauen? Vecchi bekräftigte, die Regale erst kurz zuvor aufgefüllt zu haben und dass in diesem Morgen niemand sonst den Laden betreten hätte. Miss Vecchi sagte aus, sie habe Ronan bereits früher des Sahnenschiebstahls verdächtigt, insbesondere in der Gesellschaft und womöglich auch mit der Hilfe ihrer beiden Kinder. Das ist Bullshit. Das ist definitiv gelogen, da gehe ich wirklich von aus. Miss Vecchi gab außerdem an, Grund zu der Annahme zu haben, Ronan mache sich der Kinderverwahrung schuldig, sie essen nichts und sind aller Art von unangemessenen Einflüssen ausgesetzt. Vecchi hielt es für möglich, dass die Kinder in dem Haushalt Misshandlungen irgendeiner Form ausgesetzt seien. Das ist echt. Ah, das sind solche Besserwisser-Menschen, weißt du? Ja, können wir noch was finden? Okay. 6.3.2.5. Die Nummer lautet 05R6-3325. Los geht's. Na, das ist ein Foto, auf das ich verzichten kann. Anweisung zu Vorübergehenden in Wahrsamnahme oder Unterbringung durch das Untergeordnete Gericht des Staates Alaska, AT. Betreffende Angelegenheit fortführende Unterbringung von Namen des minderjährigen Geschwärts Roman. Fall Nummer 68653DL. Minderjährige Person unter dem Alter von 18 Jahren. Anweisung zu in Gewahrsamnahme oder Unterbringung. Geburtsdatum 7.3.1994. Anhörung vom 16.3.2005. Aufgrund vorliegender Umstände, die die Unterstützung der ausstehenden Petition begünstigen oder aufgrund eines Verstoßes oder einer Unterlassung der Minderjährigen in Bezug auf eine Bewährung, Verhaltensauflage. Das Gericht befindet bei überwiegender Beweislast, dass eine Inwahrsamnahme oder Unterbringung außerhalb des Wohnsitzes eines Elternteils oder Erziehungsberechtigung zum Schutze der Jugendlichen oder anderer Personen notwendig ist. Es wird somit angeordnet, dass die minderjährige Person der Obhut der Abteilung für Jugendstrafrecht, DJJ, zu dem Zweck einer Unterbringung in einer geschlossenen oder gesicherten Einrichtung wie dem Wohnzentrum Fireweed für verhaltensauffällige Jugendliche unterstellt wird. Es liegt in eigenem Ermessen der DJJ, die minderjährige Person ohne einen weiteren Gerichtsbeschluss zu entlassen. Weitere Anweisungen. Das obenstehende wird durch Münchner Erkenntnisse unterstützt, die zu Protokoll gegeben wurden und in der Unterlagen des Sachbearbeiters enthalten oder anderweitig unaufgeführt sind. Anweisungen zu Inwahrsamnahme oder Unterbringung empfohlen am Datum in Kraft tretens 18.03.2005 Gerichtsvorsitzender A. Benjamin.
Richterin Erika Wright, ich bitte die Übermittlung einer Kopie dieser Anweisung an die jugendliche Anwalt, Elternteil, Erziehungsberechtigte Einrichtung zu unterbringen oder in Wahrsamnahme Sachbearbeiter Curtis Davis. Ich habe das Gefühl, wir sollten langsam verschwinden. Wenn wir, glaube ich, noch länger suchen, dann wird es langsam kriminell. Ich weiß nicht, ob wir das können. Nein, wir können es nicht. Tessas Name kam vor. Such nach ihr. Ah. 210195. Ich suche nach 2005-210195. Da. Boah, es hat eine Menge Material, was wir hier uns durchlesen und merken müssen, vor allem. Okay. Deros Crossing Police Department, Vorfallsbericht. Berichtskennzeichen 2005, danke, dass die Musik aus ist. 2005-210-105. Informationen zum Vorfall. Vorfallscode, Art des Vorfalls, verbale und körperliche Bedrohung. Startdatum 18.01.2005, Enddatum Zeit 18.01.2005, Datum Zeit der Meldung 18.01.2005. Bericht bearbeitet von Verfolgungsnummer Ort des Vorfalls 78 Crowley Road, Deros Crossing, AK. Bestätigt von S251 Joshua Grex. Hatte Orts Privathaushalt, beteiligte Person, meldende Person, Name Joanna Miller. Geboren 15.04.1973, Adresse 878 Crowley Road, AK 77470. Gemeldete Person, Name Mary Ann Ronan. Aha. Geboren 8.07.1964, Adresse 12 Carnet Road, Delos Crossing. Jetzt wird es wieder schlimm, die Musik. Vor allem ist sie immer noch laut. Davis Crossing, AK 77477. Beschreibung, Datum des Vorfalls 18.01.2005. Datum des Berichts 19.01.2005. Name und Rang des Beamten Joshua Greggs, Officer. Beschreibung, am 18.01.2005 erschien Marianne Ronan gegen 15.25 Uhr auf dem Grundstück von Joanna Miller, um deren Haare zu schneiden. Also um ihre Haare zu schneiden. Mit der Schere, verstehst du? Die beiden Frauen hatten früher in der Woche und Datumzeit geeinigt. Der Termin war für 15 Uhr angesetzt und Miller sagte aus, dass dies sei der einzige vorab getroffene Vereinbarung. Die beiden hätten sich nicht vorab auf eine Bezahlung geeinigt. Laut Millers Aussage erschien Roland mit 25 Minuten Verspätung auf Millers Grundstück und wirkte sehr müde und nervös, als stünden sie unter Drogen oder so etwas. Kurz nach ihrer Eintreffen begann Roland damit, Millers Haare in deren Küche zu schneiden. Nach dem Haarschnitt bat Roland darum, für ihre Arbeit $20 im Bar zu erhalten. Miller gab daraufhin an, sie haben nur noch einen 10- und einen 5-Dollar-Schein und fragte Roland, ob diese als Zahlung ausreichen. Miller sagte aus, Roland sei daraufhin ausgerastet und hat mich wüst beleidigt. Miller war nicht bereit, die Beleidigung zu beschreiben, da diese in zivilisierter Gesellschaft nicht angemessen seien. Als Miller Roland bat, ihr Haus zu verlassen, eskalierte die Situation. Roland äußerte handfeste Drohungen gegenüber Miller und sagte ihr, würde diese sie nicht für ihre Arbeit bezahlen, würde sie als Zahlung etwas aus Millers Haus mitnehmen. Miller meldete keine fehlenden Gegenstände. Miller gab an, sie habe Ronan anschließend aus dem Haus geworfen, die Tür verriegelt und die Polizei verständigt. Beim Eintreffen der Streife merkte die Polizisten, dass Millers Palisadenzaun beschädigt worden war, augenscheinlich mit einem Fahrzeug. Miller sagte aus, vor Ronans Eintreffen auf ihrem Grundstück sei der Zaun intakt und einfach traumhaft gewesen. Können wir uns nicht so wirklich vorstellen, oder? Wir sollten vielleicht auch mal mit dieser Dame sprechen. Tessas Name kam vor. Such nach ihr. Ah. 05R68 MISC. Die Nummer lautet 05R68 MISC. Die hier auch nicht. Okay, hier ist sie.
Es wird langsam anstrengend. Wir sind 5 Minuten drüber, ne? Warum ist das hier? St. Mido Klinik, 638 West 3rd Street, Juno, RK. Patientennamen Ronan, geboren 7.3.1993, medizinische Aktenzeichen 010223. Adresse 12 Carney Road, Dallas Crossing, AK 77477. Versicherung, Diagnose, Gehirnerschütterung, Beschreibung der Symptome, Druckgefühl im Kopf, Kopfschmerzen, Bewusstseinsverlust, Übelkeit, Schwindel, Krankenhausentlassung. Ich, Patientennamen oder Erziehungsbereich, Tessa Vecchi, entlasse St. Mido Klinik hiermit aus der Haft und bezüglich der Entlassung des der Patienten entsprechend dieser Erklärung. Ich habe diese Erklärung gelesen und verstanden. Unterschrift des Patienten, Krankenhausstempel. Sekunde. Wir reden doch hier über Ronan, ne? Wann war das denn? Datum steht hier nicht drauf, oder sehe ich das nicht? Geboren? Nee. Datum steht hier nicht drauf. Steht auch da nicht drauf. Merkwürdig. Wie kann das denn sein, dass er im Krankenhaus war wegen einer Gehirnerschütterung? Das deutet ja an, dass es dann doch irgendeine Gewalttat vorher gab. Aber war sie von Mary Ann oder vielleicht von Tessa? Merkwürdig. Mann. Da stand doch was vom Jugendamt. Such danach. Hab was. Hier. 0501, komm. Okay. Ich suche nach 0501 COM EBR. Da ist es doch. Los geht's. Scheiße. Unglaublich. Ellie, Tessa hat das verdammte Jugendamt auf uns gehetzt. Und Eddie hat mitgemacht. Was? Wo bist du? Was ist los? Faxinformation, Empfänger Jugendamt, gesendet 31.01.2005, 17.45 Uhr, 36 Sekunden. Anzeigename Edward Brown, betreff eidesstattliche Aussage Familie Roan. Referenz 996366. Anmerkung gesendet von Edward Brown. Zustellungsversuch 31.01.2005, 17.46 Uhr, Zustellung erfolgreich. Gut, hier steht aber nicht drin, was er geschickt hat. Und... ne, die Gehirnerschütterung. Ist ein bisschen merkwürdig, zugegebenermaßen. Ich muss mich beeilen. Tja, wir beeilen uns. Was kann ich dafür, dass es so viel Text ist? Tut mir leid, Tyler, ich konnte ihn nicht stoppen. Er kommt auf dich zu. Aus. Onkel, wir wollten nicht... Ich sage es nicht zweimal. Du gottverdammter Heuchler. Ich sagte raus. Hey! Lass mich los! Möchtest du hier übernachten? Los! Ich hab gesagt, fass mich nicht an! Na los! Ihr habt Glück, dass ihr zur Familie gehört. Ja, Familie. Und um Allisons Willen sollten wir reden. Worüber? Über unsere Akte? Wir wissen vom Jugendamt. Das ist das Beste, warum? Sonst kriegst du so nichts warum raus. Warum hast du sie verraten? Und warum Tessa? Ja, hört zwar unten jeder mit, aber... Okay. Ja, hast recht. Wir müssen reden. So, ich denke, jetzt werden wir erfahren, was damals wirklich geschah. Vor dem Vorfall. Dramatik. Der Winter vor dem Tod eurer Mutter war echt hart. Dallas Crossing war Monate eingeschneit. Okay. Straßen waren gesperrt und die Vorräte waren knapp. Alle traf es hart. Besonders Marianne.
Die hatte ja keine Vorräte. Ja. Sie kam immer nur gerade so durch. Ja, aber wenn nichts dieser da Winter ist, ließ ne? hier nichts mehr übrig. Selbst wenn die Leute ihr hätten helfen wollen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob sie es zugelassen hätte. Also ist Tessa zu dir gekommen, also sie brauchte Hilfe. Ich glaube, da sind Vorwürfe ganz berechtigt, ne? Er hätte also, helfen können. Sie kämpft sich durch den Schneesturm des Jahrhunderts. Und du meldest sie dem Jugendamt? Tessa kam zu mir und meldete Kindesverwahrlosung. Als ein vereidigter Beamter bin ich nun mal verpflichtet, die Anschuldigung umgehend dem Jugendamt mitzuteilen. Wie wäre es erstmal zu prüfen? Die Schlange. Gib vor, sich zu kümmern. Eine tolle Freundin. Fällt ihr einfach in den Rücken, wenn sie am Boden liegt. Ja. Tessa hat euch jahrelang definitiv. Geholfen. Ich bin sicher, dass ihre Sorge echt war. Ja, klar doch. Aber übertrieben. Wir haben die Bürgerbeschwerden gegen Marianne gesehen, Tyler. Es war nicht nur Tessa allein. Das ist allerdings auch wahr. Trotzdem kennen wir den genauen Zusammenhang nicht. Fühlt es sich mies, was? Deshalb hast du die Regeln gebrochen. Ich musste sie vor dem warnen, was auf sie zukam. Es sah nicht gut aus. Ein Gutachter wurde damit beauftragt, ein paar Hintergrundinfos zu sammeln. Was hätte ich denn sonst tun sollen? Das war also schon großherzig. Ich dachte, einander immer die Wahrheit zu erzählen, sei unsere oberste Regel. So ist es, kleiner Elch. Und doch hast du gelogen. Ich wollte nur nicht, dass ihr beide unnötig darunter leidet. Doch ihr seid erwachsen und das war eure Entscheidung. Es tut mir leid. Danke, Onkel. Was denn, Allison? So einfach. Das beide ist eine scheiß Antwort, oder? Aber die erste ist auf jeden Fall noch schlimmer. Einfach so, hm? Muss nett sein, eine Tochter zu haben, die dich so leicht vom Haken lässt. Ja, nicht ganz unrecht. So leicht kommt mich nicht weg, Eddie, manchmal. Du zeigst immer mit dem Finger auf Tessa, aber du musst Verantwortung für deinen Anteil am Tod unserer Mutter tragen. Die letzten 10 Jahre habe ich mich wieder und wieder gefragt, was ich hätte anders machen können. Hat schließlich gelöhnt. Ich glaube, das ist... Ich weiß, ich habe mich euch gegenüber nicht korrekt verhalten. Oder sein Mitgefühl. Ne? Und ihr habt jedes Recht, wütend zu sein. In allen seiner Beteiligung. Das ist verdammt schwer. Das stimmt. Ich gebe mein Bestes. Und das möchte ich auch mit dir versuchen, Tyler. Wenn du willst. Er hat immerhin die ganzen Jahre bezahlt. Das hätte er ja nicht müssen. Vielleicht aber nicht über Nacht. Ich glaube, er sollte das wirklich sich durch den Kopf gehen lassen. So einfach ist das nicht. Klar ist das nicht so einfach, aber nichts ist einfach. Also da sind ja auch, ich sag mal, Mauern inzwischen vorhanden, ne? Und die müssen erstmal eingerissen werden. Ich bin offen dafür. Aber es wird noch etwas dauern, bis wir alle eine glückliche Familie sind. Das verstehe ich. Es ist schwer, Vertrauen zu fassen. Ja. Doch hier hast du einen Platz. Und es ist seiner Schwester wichtig. Also es ist, damit die beiden zusammenbleiben können und sich weiter vertragen. Nein. Das geht definitiv zu weit. Er wollte doch nur mal endlich mal 2 Frauen in den Arm halten, wisst ihr? Teufel schläft nie, was? Oh ja. Ich bin teuflisch wie kein Zweiter. Wir sehen uns später. Tyler, was gibt's? Also, ich habe die Rechnung von Fireweed gesehen. Als du meine Sachen durchwühlt hast? Ja. Ich, Wir müssen nicht darüber reden. Oh, Weißt du, nein. Ich lass dich nicht mit der Matschenummer vom Haken.
Es war nicht nötig, aber du hast es getan. Und nach Fireweed zu gehen, war alles für mich. Also, danke. Okay? Okay, Tyler. Bitte sehr. Ich, sollte mich wohl entschuldigen. Ach ja, wofür? Etwa den Einbruch? Verletzung der Privatsphäre? Sorry. Das war scheiße. Ach, mach dir keine Sorgen. Ist schon in Ordnung. Aber wehe, du machst das nochmal. Nun, dann sehen wir uns, ja? Du weißt, wo du mich findest. Sollen wir gehen? Ja, mehr scheint es hier nicht zu tun zu geben. Wir können auch mit Ilsen sprechen. Wir können nochmal einbrechen. Entschuldigung. Na, das lief besser, als ich befürchtet hatte. Ja, auch das ein bisschen merkwürdig. Aber ich meine, er scheint ja definitiv ja eine Mitschuld zu empfinden. Mit ihr nochmal sprechen? Bisschen flirten, so von Frau zu Frau? Was ist da oben passiert? Lange Geschichte. Hey, nicht vergessen. Kopf hoch. Ja. Kopf hoch, Brust raus. Braves Mädchen. Ich hätte jetzt gern Bier. Es ist Mittag. Das bedeutet, wenn ich es dann getrunken habe, wäre es schon Nachmittag. Man kann mir doch nicht zumuten, mein Sandwich ohne ein kaltes Bier zu genießen. Steht morgen unser Mittagessen? Ja, klar. Ich schreib dir. Okay. Ja, was wir hier tun können, außer nochmal die Fotos ansehen. Hat das Plakat immer noch nicht weggetan. Tja. Trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe noch nicht alles Wichtige rausgefunden. Hätte noch mehr rausfinden können. Tyler, komm schon. Lass uns abhauen. Right. Jo, das war jetzt hier eine extra Long-Long-Folge. Ich gehe noch den Raum zu Ende und bevor wir gehen, mache ich mit der Folge mal Schluss. Ach, ihr Kinder seid vorsichtig da draußen, ja? Natürlich. Machen wir. Gut, also. Folgenschluss. Wir sind fast 20 Minuten drüber. Das müssen wir natürlich irgendwo anders einsparen. Es tut mir leid. Zwei Folgen kommen noch. Die werden dann ein bisschen einfach kürzer sein. Das ist einfach so. Das habe ich auch bei den anderen Life is Strange Folgen gemacht. Aber ich danke euch wie immer fürs Zusehen. Und bis dann. Tschüss. Ich muss jetzt gucken, dass ich die richtige Taste drücke. Das ist echt hier irre.